jetzt aber. Das machen wir gleich nochmal richtig. Hallo, ich bin der Ingmar von der Energy Berlin Toast Show. Ich freue mich, dass wir uns sehen, dass ihr alle da seid. Ihr hattet ja genug Zeit, euch vorzubereiten, eben gerade noch auf das Konzert. Ich wollte mal schauen, wie sieht das da drauf? Hat das gut ausgehalten bis hier? Stimmungstechnisch? Ja. Nein. Freuen wir, nicht Brandenburg. Berlin! So, also probieren wir gleich mal auf. Ich möchte als erstes mal die Frauen hören und da muss schon ein bisschen Saft hinter sein. Das muss ein bisschen sein wie bei Tokyo Hotel, nur ohne Zahnspange, ja? Also auf drei. Eins, zwei, drei. Da wird der Schlipper feucht, das gefällt mir. Jetzt mal die Männer. Eins, zwei, drei. Und jetzt die, die sich nicht entscheiden konnten. Und jetzt zusammen. Ja, das ist schon besser. Also ich habe noch eine schlechte Nachricht. Es gibt einen Grund, warum sich das alles so verzögert hat hier gerade eben. Die gute Nachricht ist, Allo Black ist da. Die schlechte Nachricht, Ben Lonkel Soul ist nicht da. Wir haben alles probiert, wir haben bis eben gerade noch gekämpft, das Ganze mit Privatjet aus Frankreich hierher bringen und so weiter. In Frankreich die Fluglotsen, die sagen gerade, no, renne mal blüht, nichts geht. Und deswegen fliegen die nicht. Ben Lonkel Soul hat kein Flugzeug bekommen, laufen hat er nicht mehr geschafft. Ja? Und der Privatjet war zu klein, da gingen die ganzen Blazer nicht rein. Hab noch zu ihm gesagt, du musst dich doch nicht schick machen, zieh ein T-Shirt an. So, und deswegen haben wir aber Ersatz. Ersatz ist vielleicht nicht das richtige Wort. Normalerweise, wisst ihr ja, wenn ich irgendwo auftauche, dann taucht immer noch eine Frau mit auf. Das ist die Bussa. Richtig. Gute Reaktion. Probieren wir nochmal. Bussa. Gut. Wie die kleinen Äffchen. Und die hat sich ihre Schwester geholt, ihre ganze Band geholt. Und hat gesagt, wenn Ben Onkel Soul das hier nicht bringt, dann macht halt Bussa Tante Soul. So, und die ist hier am Start. Die Jams sind für euch hier, haben sich spontan dazu bereit erklärt zu spielen für euch. Arrow Black gibt's natürlich, der ist da, der ist gerade noch eine Runde, macht sich ein bisschen fit, kommt dann auch. Und ich will jetzt nochmal ein gigantisches, sozusagen, Vorkonzertgefühl von euch bekommen. Macht mich nass! Da geht noch ein bisschen was, ich spür's. Ja? Also, wir probieren mal aus. Ich stelle euch vor, jetzt kommt die Band raus und ihr rastet komplett aus und Hände klatschen geht auf. Ihr habt doch Hände, ja? Händefest. Gut. Ich komme jetzt hier nochmal von links und ihr rastet richtig aus. Das ist schön. Ihr könnt auch mehr saufen, da seid ihr besser drauf. Hey!